Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sehe richtig fertig aus, weil ich habe extrem wenig geschlafen, weil ich die ganze Zeit gegrübelt habe und einfach wach gelegen habe. Genau. Jetzt war ich in den Thermen mit einer Freundin den ganzen Tag und ich freue mich voll. Und das wird richtig entspannend. Und ja, morgen habe ich dann auf jeden Fall mal wieder Therapie nach 2 oder 3 Wochen. Ich weiß es gar nicht. Kommt mir schon vor lange her vor, aber es ist auf jeden Fall ganz gut, weil ich ein paar Sachen habe, die ich besprechen möchte. Und ja, ansonsten arbeite ich viel, habe mich verabredet und so weiter. Und ja, diese Woche muss es dann aber mal sein mit dem Lebenslauf und den Zeugnissen wenigstens, dass ich das geregelt bekomme und meiner Stellensuche, weil ja, so geht es nicht weiter, mich abzulenken mit anderen Sachen, die vielleicht schöner sind, keine Ahnung. Genau, deswegen, ja, melde ich mich dann später nochmal. Abgesehen davon, dass ich richtig fertig bin durch zu wenig Schlaf, ist die Woche bis jetzt einfach nur super. Also es ist jetzt Mittwoch nach der DBT und ich war ja Montag den ganzen Tag in der Therme und oh mein Gott, das hat so gut getan. Ich habe mich so entspannen können wie noch nie. Also bei mir wirkt halt so PMR und autogenes Training und alles. Ich kann mich einfach nicht entspannen, aber da habe ich so, keine Ahnung, ich konnte richtig gut abschalten. In der Sauna beim Aqua-Yoga, so eine Klangreise habe ich noch gemacht mit so Klangschalen, das war so ein bisschen spirituell. Ja, auf jeden Fall war ich da wirklich völlig, völlig tiefenentspannt und ich bin diese Anspannung mal losgeworden. Oh mein Gott, das war so schön. Und am Dienstag hatte ich auch eine richtig, richtig gute Stunde mit meiner Therapeutin. Also ich habe da das Gefühl, dass ich was Angst angeht, im Moment wirklich gute Fortschritte mache und das freut mich auch und ja, dass die Essstörung auch im Moment kein Problem mehr ist und die Depression nicht und ich weiß, ich habe es im letzten Vlog schon erwähnt, aber dieses Olanzapin, ich bin sauer auf die Klinik, dass sie mir das gegeben haben, weil das Medikament, das kann ich ja jetzt mal so sagen, erstens, es steigert den Appetit unendlich. Das heißt, wenn man mit Bulimie zu kämpfen hat, ist das schon mal scheiße. Es fördert den Schlaf. Das heißt, wenn man das ja nicht mehr nimmt, kann man nicht mehr schlafen. Und das hat sich immer noch nicht gebessert. Aber auch aus anderen Gründen nicht. Und es macht einen müde, man hat viel weniger Energie, das merke ich jetzt. Ich habe jetzt Energie gefühlt für 2 und vorher hat mich das einfach so sediert, das war mir gar nicht bewusst. Man empfindet viel weniger Freude. Ich weiß nicht, ich bin viel positiver, ich kann Dinge viel mehr genießen, ich bin viel mehr bei mir, ich fühle mich sogar auch verbundener, was ja schon lange immer so ein Problem bei mir war. Ich habe keine Ahnung, das ist total anders jetzt im Kontakt mit anderen Menschen. Natürlich spüre ich auch die negativen Gefühle mehr und die Anspannung ist wieder höher. Das war das einzig Positive, was dieses Medikament in meinen Augen bewirkt hat. Dieses Medikament hat komplett meine Libido lahmgelegt. Das merke ich jetzt auch, dass die wieder da ist. Was noch? Also im Endeffekt, alleine, dass es mir so gut geht teilweise und ich so viel Freude und Lebensenergie spüre und so viel Antrieb habe, da kann noch so viel, keine Ahnung, kann das noch so den Appetit steigern, was gut war am Anfang und den Schlaf fördern. Das hat, also nee, nie wieder werde ich dieses Medikament nehmen, wirklich nie wieder. Genau, jetzt treffe ich mich gleich noch mit einer Freundin. Und was ich auch mit meiner Therapeutin gestern besprochen habe, ist, ich wollte mich ja so schnell bewerben, wie es geht und so. Und sie meinte auch zu mir gestern, weil ich halt so erzählt habe, was ich so mache in letzter Zeit. Und sie meinte auch zu mir, ja, ich darf jetzt ruhig erstmal das Leben genießen und leben, was ich ja viele Jahre einfach nicht gemacht habe. Und jetzt geht es mir gut und ich habe wieder Freude an Dingen und ich genieße die Dinge. Und deswegen habe ich jetzt für mich entschieden, mir da gar nicht so einen Druck zu machen. Also mein Ziel ist, dass ich so ab Januar nächsten Jahres entweder halt ein Praktikum habe oder einen neuen Job, dass ich bis Ende September halt die Bewerbungsunterlagen fertig gemacht habe, aber dass ich jetzt erstmal mich um mich kümmere und ja, rausgehe, Sachen unternehme, schöne Dinge mache, gut zu mir bin, gut für mich sorge und gucke, dass es mir gut geht und auch gucke, dass ich bei meinen Ängsten und meinen Vermeidungsstrategien weiterkomme. Das ist mir ganz wichtig, weil ich weiß,
dass ein neuer Job auch noch einmal eine Belastung für mich ist und dass soziale Ängste, Vermeidungsverhalten und so weiter auch eine Belastung ist und ich kann nicht alles zusammen angehen. Und deshalb liegt mein Fokus jetzt gerade auf zwischenmenschlichen Beziehungen und Ängsten, also dass ich das besser hinbekomme. Und ja, meine Freundschaften entwickeln sich gerade ganz toll. Also ich bin einfach nur super glücklich und viel offener. Ich kann mich Leuten viel besser öffnen. Ja, auch sagen, was ich brauche, was ich mir wünsche. Ja, es ist einfach richtig toll. Und keine Ahnung, meine Therapeutin hat das gestern auch so richtig gefördert und ja, man sieht auch so diesen Fortschritt oder ich sehe den Fortschritt, den ich mache und ich bin ja einfach gerade sehr zufrieden. Genau. Ja, und jetzt gehe ich Kaffee trinken und ja, genieße den Nachmittag. Samstag haben wir es und ja, ganz so zufrieden wie am Mittwoch war das, bin ich nicht mehr, weil ich einfach merke, beziehungsweise, dass das mit der Angstbewältigung doch nicht so leicht wird. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, diese Woche meiner Therapeutin dreimal eine WhatsApp geschickt, einmal mit ihr telefoniert und ja, doch gemerkt, ich weiß nicht, ob ich es im letzten Vlog erzählt habe, dass mir ständig schlecht ist und ich so deswegen Probleme mit dem Essen bekomme, beziehungsweise dass es deswegen so anstrengend ist für mich zu essen. Und ja, irgendwie bin ich mir relativ sicher mittlerweile, also zu 99,5%, dass diese Übelkeit auf jeden Fall nicht körperlich ist, sondern dass das wieder psychosomatisch ist und dass es einfach meine Ängste sind und dass mir deswegen schlecht wird. Genau. Und auch dieses nicht schlafen können, hängt damit zusammen, dass ich mir nachts Sorgen mache. Ja. Und da irgendwie gar nicht so richtig abschalten kann. Und ja, jetzt habe ich einfach für mich entschieden, dass ich mich bei einigen Themen erstmal nicht mehr so reinmische. Unter anderem habe ich mir sehr Sorgen gemacht um eine Freundin. Das habe ich jetzt aber auch mit meiner Therapeutin besprochen. Und ja, auch was meine eigenen Ängste angeht, mache ich mir da jetzt nicht so einen Druck, weil ich wollte irgendwie, keine Ahnung, habe ich am Dienstag noch gedacht, boah, ja, ich helfe hier allen und ich schaffe das und so schnell wie möglich überwinde ich alle meine Ängste und dann bin ich normal und dann bin ich geheilt und dann bin ich keine Ahnung und ja, ne, weil ich dachte, okay, du bist gerade nicht depressiv, du hast gerade nicht mit der Essstörung zu kämpfen und jetzt aber zack, alles, ein normales Leben und so schnell wie möglich und so schnell es geht. Und ich habe da einfach gemerkt, mein Körper rebelliert da so ein bisschen, ja, gegen, was auch immer. Was nicht schön ist und was mich auch gerade so ein bisschen wütend macht und auch so leicht verzweifeln lässt, wobei ich nicht glaube, dass es nicht möglich ist, diese Ängste zu überwinden, die ich alle habe. Ja, aber trotzdem irgendwie doof, dass mein Körper mir da so die Grenze setzt, ja. Ich merke jetzt, dass ich seit Freitag, also heute ist Samstag, also gestern, diese Nacht das erste Mal schlafen konnte, richtig. Und ja, im Grunde, weil ich mich von allen so zurückgezogen habe. Also mich hat schon irgendwie alles gestresst, so. Wenn mein Handy geklingelt hat und irgendwer was von mir wollte und ja, ich weiß nicht. Also es war mir irgendwie schon alles zu viel, weil ich hatte so gute Laune und ich dachte so, boah, ja, alles auf einmal. Und dann habe ich aber jetzt so, hat mir mein Körper jetzt so gezeigt, okay, also irgendwie mach mal ein bisschen langsamer. So wird das auf jeden Fall nichts. Genau, das ist gerade so ein bisschen blöd. Nichtsdestotrotz geht es mir nach wie vor gut und Essen, also die Essstörung ist kein Problem, die Depression auch nicht. Das ist nach wie vor so und das freut mich auch mega. Ja, aber trotzdem merke ich einfach, spüre ich ganz deutlich meine Grenzen und ich spüre meine Ängste und ich, ja, ist halt jetzt so und das muss ich irgendwie auch akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist und trotzdem möchte ich bei diesem Status nicht bleiben. Und ja, nächste Woche nehme ich mir auf jeden Fall vor, mehr rauszugehen, noch mehr zu unternehmen und halt einfach zu leben und
Ja, ich werde am Dienstag nochmal mit meiner Therapeutin drüber sprechen, wie ich Angstgefühle besser reguliert bekomme, außer dass ich das über meinen Körper irgendwie spüre und dann irgendwie Probleme bekomme, weil wenn man das Gefühl hat, man kann unter dieser Angst nicht essen und nicht schlafen, dann ja, keine Ahnung. Also, beziehungsweise man kommt dann so mit dem Thema nicht weiter, weil man es dann einfach auf Seite legt. Ja, Zeit. Aber ich denke, auch dafür wird es eine Lösung geben, weil ich glaube, irgendwie, wenn man möchte, kommt man aus allem wieder raus und ja, wird auf jeden Fall okay werden. Auch die Videos zu Essstörungen und Beziehungen und dem Lamotrigin, ich weiß, das sage ich schon ganz, ganz lange, dass ich diese Videos mache. Aber ich bin einfach momentan eigentlich den ganzen Tag unterwegs und ja, es ist einfach gerade so und ich genieße das auf eine Art auch und denke mir halt so, also ich weiß nicht, mein Leben im realen Leben ist mir halt wichtiger, dass das klappt als im Internet oder so. Und ja, aber ich habe nächste Woche, glaube ich, 2 Nachmittage Zeit, wo ich das machen kann und möchte, weil es macht mir Spaß und ja, irgendwie gibt mir der YouTube-Kanal auch ganz viel Halt, muss ich sagen. Also als mir schlecht ging, noch viel mehr, aber auch jetzt. Und ich freue mich irgendwie immer auf den Austausch mit euch. Und ja, deswegen wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Freue mich über Kommentare und ja, ich hoffe, dass es euch allen so gut geht wie mir.